Hallo und herzlich willkommen wieder zu Resident Evil 7. Wir sind im Keller angelangt von diesem einladenden Haus und haben wieder unsere Kopftaschenlampe eingeschaltet. Unsere Freundin oder Frau haben wir jetzt bereits schon zweimal getötet, aber anscheinend ist es gar nicht mal so einfach, die Olle still zu bekommen. So, ansonsten haben wir unsere Hand abgehackt bekommen, wieder dran genäht bekommen und wurden gezwungen, irgendwelche Menschenreste zu essen. Oh, eine antike Münze. Die bringt uns ja hier richtig viel, glaube ich. Und jetzt ist immer noch die Frage, was mit dieser komischen Familie Baker es auf sich hat. Der Vater hat dem Sohn jetzt mal aus purer Freude den Arm abgetrennt, weil er sich am Mittagstisch nicht gut benommen hat. Das scheint bei denen nicht allzu unüblich zu sein. So, und wo sind wir jetzt hier? Wir sind... Ah, wir können speichern. Gut, einmal neuen Spielstand. So, und das, wie gesagt, scheint hier jetzt nicht unüblich zu sein, bei Fehlverhalten den anderen irgendwelche Gliedmaßen abzuschneiden, weil es anscheinend wirklich so ist, dass man die immer wieder dran nähen kann. Und wir haben neue Objekte hinzugefügt. Eine Versorgungskiste und eine Verteidigungsmünze. Die Verteidigungsmünze können wir jetzt an Slots legen. Und zwar alle bewegen, eines bewegen, Objekte kombinieren. Das heißt, wir legen die in unsere... Okay, alles klar. Wir können also die Versorgungskiste, eine Kiste von Zoe. Sie enthält etwas, das dir nützlich sein wird. Ist das dann so, dass wir die jetzt irgendwie hier reinziehen? Kann das sein? Und dann können wir die aktivieren. Wir haben hier eine Kiste Objekt benutzen. Genau, das wollen wir doch mal machen. Gut, und jetzt haben wir nämlich Heilung dazu bekommen. Und die würde ich jetzt gerne mal schnell auf unseren Slot setzen. Die Erste-Hilfe-Arznei und die starke Erste-Hilfe-Arznei. Dann, diese Münze sollte besondere Auswirkungen haben. Dies hier macht den Körper strapazierfähig. Und die alte Gedenkmünze. Okay, dann, das passt soweit. So, das ziehen wir jetzt wieder rüber in unsere Kiste. Was das hier jetzt noch ist, komm, die ziehen wir auch weg. Und heißt das jetzt, dass... Ah, okay, die müssen wir einfach nur ins Inventar anscheinend ziehen. So, Karte des Haupthauses. Und flüssige Chemikalien und nochmal Kraut. Okay, jetzt fängt es so an, so langsam an, so ein bisschen Resident Evil-Style zu werden. Mit den verschiedenen Kräutern. Und wir können kombinieren, indem wir die flüssige Chemikalie und das Kraut kombinieren. Und daraus bekommen wir dann eine Arznei. Okay, alles klar. Ist auch ein stylisches Ding, was wir da am Arm haben. So, was haben wir hier noch? Eine Kiste. Einmal bitte aufmachen. Ha, ein Dietrich. Mit dem wir wahrscheinlich dann diese Tür hier öffnen müssen. Wir haben immer noch nach wie vor Pistolenmunition gefunden, aber unsere Pistole leider noch nicht. Und dann... Was? Okay, entriegelt. Oh! Und das kennen wir doch irgendwo her. Wir haben jetzt den Dietrich. Kommen wir dann mit dem Dietrich... Ist dein Scheiß ernst? Okay, hallo. Guten Tag. Gut gemacht, Ethan. So, stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist dein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Guck dir doch mal unsere Hand an. Wieder dran getackert. Oh. Ist der Typ denn jetzt noch hier? Man hört auf jeden Fall keine Schritte mehr.
Gut, dann sind wir jetzt hier vielleicht richtig. Ja, dann nimm doch deinen Dietrich. Nein? Okay. Ich hatte jetzt irgendwie versucht, mit dem Dietrich einfach mal die Tür irgendwie so ein bisschen aufzuhebeln. So, und wir sind jetzt hier... Ah, okay, alles klar. Wir haben hier hinten die Haupttür. Da haben wir uns ja eben schon befunden. Und da gehen wir doch einfach nochmal hin. Ist der Mittagstisch weg? Hat er den Mittagstisch eben zerkloppt? Und die alte Omi hat er mitgenommen? Naja, soll los. Hier schlägt schon wieder irgendeiner gegen die Wände. Ist doch nicht normal, oder? Gut, aber was rede ich denn hier, was hier normal sein soll? So, einmal den Dietrich. Hier gibt es kein Schlüsselloch. Aber hier gibt es zwei Krieger, die die Lanzen kreuzen. Die alte Münze können wir da auch nicht dran verwenden. Ich bin ein Meister in Escape drücken. Was ist die Lösung des Rätsels? Wir sollen zum Haupteingang, so wie ich es verstanden habe, zur Eingangshalle zu kommen. So, wir können uns jetzt im Endeffekt nur in diesen Räumen hier aufhalten. Wir haben auch keine Möglichkeit, nach außen wegzukommen. Der Code von vorhin hatte gehießen E001, soweit ich das noch weiß. Aber ich habe hier momentan auch keine Idee. Ah, ach so. Ist das Zoe? Hey, hier drüben. Hey, Sie. Hey. Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ernsthaft? Er gibt uns seine Knarre? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Okay, gut. Los, bringt uns jetzt aber schon mal was. Garage. Sofort. Okay, alles was klar. Soll ich mit einem Messer? Doch, wir wissen, was wir mit dem Messer schon mal machen. Wir werden jetzt einmal hier das, zack, aufschneiden. Und dann jetzt hier das Klebeband entfernen. Genau, was natürlich mit der Hand überhaupt nicht zu lösen wäre. So, und ab in die Garage. Oh, und da ist das Polizeifahrzeug. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Oh, ja. Oh. Hey, das Tor auf! Stopp! Das Tor auf! Das Stopp! Tor auf. Stopp! Oh. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch um. Okay. Können wir ihn überhaupt platt machen? Seine Knarre, wo liegt seine Knarre? Wow. Ja, das Auto machst du nicht kaputt, also da kannst du dich noch so anstrengen. Ha! Oh, wir sind, glaube ich, ganz schön weit gelaufen. Oh, der ist ja immer noch hinter uns, sag mal.
sehr schneller als wir, kann das sein? Wo zum Teufel klappen? So, eins. Zwei. Er rennt. Und er ist genauso schnell wie wir. Ich will nicht, dass er genauso schnell ist wie wir. Ja, setz dich ins Auto, genau. Du willst es doch auch! Nein, okay. Das hätte ich mir auch irgendwie denken können, oder? Okay. Fang besser an zu laufen, Junge! Was machst du denn da? Ey, du bist ja der Kracher, Mann! Alter! Bist du des Wahnsinns? Oh. Okay, alles klar. Vielleicht sollten wir ihn nicht ins Auto einsteigen lassen. Wow, da bleibt ja auch manchmal so ein bisschen die Spucke weg, muss ich sagen. Puh, so. Dann noch einmal. Wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Und ich. Tschüss. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Die Garage. Wo kommt er eigentlich her? Hey, das Tor auf. Das Tor aufmachen. Das Tor wieder. Oh. Da ist die Pistole. Da ist die Pistole. Die wollen wir direkt haben. Da haben wir sie. Okay. Scheiße, so. Ich werde jeden einzelnen von euch um. Zack, einmal. Zack, zweimal. Okay. Weiter. Okay, direkt daneben geschossen. Oh Mann! Wie oft muss man den denn in den Kopf zimmern? Nochmal, okay, top. Nochmal. Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. Ja, irgendwie schon, gell? So, nochmal. Wow! Shit. Shit. Weiter im Kreis. Zack, nochmal. Nochmal. Okay, wie viel halten die denn aus? Sag mal, willst du mich auf den Arm nehmen? Wir haben gar keine Munition mehr. Einmal aufmachen. Okay, nochmal im Kreis rennen. Ah, wir sind hängen geblieben an der Kante. Oh, es geht weiter. Nein, ich hab gedacht, wir hätten eine kurze Zeit. Irgendwie mal eine kurze Pause oder sowas. Scheiße. Oh, oh, oh. Und jetzt? Wow, jetzt haben wir noch das Messer. Ist das dein Ernst? Okay, alles klar. Die Gabel. Du bringst mich um und ich komme sofort zurück. So, okay, eins weiter. Kein Problem für uns. So, auf, komm her. Ich schlitz dich auf, du Wichser. Okay, und wieder weiter. Und das machen wir jetzt so lange, bis er umfällt. Machen wir das jetzt wirklich so lange, bis er umfällt? Karre, was dagegen, wenn ich eine Runde drehe? Ich sitze schon drin. Ich hoffe, Marguerite hat es nicht. Ah, ohne Schlüssel geht es nicht. Ich hatte doch irgendwelche Schlüssel aufgehoben, oder? Hatte ich das nicht? Oh nein, jetzt steigt er wieder ein. Oh komm, in der Zeit kann ich nicht mehr. Sag mal, wie oft sollte ich mir denn eigentlich noch in den Kopf stechen? So, wenn wir eigentlich uns immer direkt neben dem Auto auf. Ich krieg ihn auch einfach nicht abgestochen. Okay, wir haben ihn. Nein! Sag mal. Oh Junge, schau, was du angestellt hast! Scheißkerl!
Ist das dein Ernst? Okay. Was war das jetzt? Er ist verbrannt. Er brennt. Er liegt brennend am Boden. Der macht doch nichts mehr, oder? So wie der aussieht, dürfen wir den doch jetzt mal abgehakt haben. Piek, piek. Nochmal piek, piek, piek. Okay, so. So, einer weniger der Familie Baker. Und wir müssen raus hier. Oh, Motorräder. Wir müssen... Ah, guck mal da hinten. Das sieht doch gut aus. Komm, geh hoch. Hä? Geh da hoch. Ah, jetzt. Nein, sag mal. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was wundern. Was hat denn der da? Scheiße! Was stand da eben? Da sind die scheiß Autoschlüssel. Ernsthaft? So, okay. Hier haben wir ein tolles Gemälde. Ah, okay. Irgendwas kann man da abmachen. Machst du das auch auf? Die Ochsenstatue. Hä? Achso, die haben wir jetzt an uns genommen. So, kommen wir hier. Können wir hier entkommen? Warum hat er eigentlich gesagt, wir würden was Wunderbares sehen? Nein, wir sind jetzt nicht wieder ins Haus rein. Nein. Du nimmst dich gerade auf den Arm, oder? Da liegt er noch. Jetzt haben wir zwar den tollen Autoschlüssel. Aber das Auto bringt uns ja jetzt nichts mehr. Okay. Also, wir haben jetzt... Was haben wir dazu bekommen? Wir haben eine Ochsenstatue bekommen. Ah, benötigen wir vielleicht die Ochsenstatue, weil der Reiter, den wir vorhin am Haupteingang gesehen haben, auf dieser Ochsenstatue sitzen muss? So, ich wette mit dir, der steht direkt wieder vor uns. So. Einmal die Ochsenstatue verwenden. Was eine Tür. Was ist das denn bitte schön für eine Tür? Und wir sind in einer Eingangshalle. Ich habe schon wieder irgendwas aus dem Schrank gecrappt, ohne es mir anzugucken. Und zwar Schießpulver, mit dem sich Kugeln füllen lassen. Mit flüssigen Chemikalien kombiniert, um Pistolenmunition herzustellen. Ach, ich vertraue dir ja nicht so richtig. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst es vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Mhm. Alles klar. Also irgendwas hält diese Familie am Leben. Und das hier ist verschlossen. Ja, hätte ich mir doch schon fast denken können. Und das Uhrpendel. Das hatten wir vorhin schon mal. Okay. Mit dem konnten wir vorhin auch noch nichts anfangen. Und wir haben hier nichts, das wir irgendwie antatschen können. Oh, nur eine weitere Zeitung. Und das kennen wir ja, die Überschrift. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Sorry, ich habe gerade was ganz anderes gelesen. Eine College-Studentin aus North
Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Midkiff fehlte seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. So, dann hätten wir noch die zweite Seite. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und Nichtsesshafte. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Okay, das ganze Spiel 2016, also absolut in der Gegenwart. Naja, okay, wir sind jetzt 2017, aber in Anführungszeichen in der Gegenwart. Und wir müssen hier... Ah, das Urpendel haben wir doch mitgenommen. Mitgenommen. Und irgendwie können wir das hier... Oh, Living Room. Okay, das Urpendel gehört zum Living Room. Wir können hier Sachen... Ach so, wir können hier Sachen anlehnen. Und mit diesen Sachen dann Schatten setzen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwie diesen Adler dann abbilden müssen. Oh, das ist ja nice gemacht. Also, es ist echt nett gemacht, auch wenn ich jetzt... nicht davon ausgegangen wäre, in so einem Haus solche Rätsel vorzufinden. Okay, erstmal die erste Etage. Oh, der hat ein Gewehr in der Hand. Ob. Oh. Was stand da? Sie können die Schrotflinte nicht nehmen. Was? Da sie zu viele Objekte tragen. Oh, wir sind also auch eingegrenzt von unserem Inventar. Okay, dann wollen wir gerade nochmal kombinieren. Vielleicht kriegen wir dadurch mal ein paar Gegenstände weniger. Das haben wir auf jeden Fall. Das heißt, wir können das jetzt hier rüberziehen. Wir haben noch den Autoschlüssel. Okay, das behalten wir. Den behalten wir auf jeden Fall. Da ist momentan noch nicht so ganz... Und wir können nicht größer als 3er-Stacks anscheinend bauen. Das heißt, wenn wir uns jetzt irgendwie erstmal heilen... Sollte doch einer der Inventarplätze, genau, auch wieder frei geworden sein. So, du kommst jetzt dahin. Dann haben wir wieder 3 Plätze frei. Langt das für eine Schrotflinte? Ja, das... Warum? Warum? Okay, wir können etwas anderes reinlegen. Wir haben für diese Schrotflinte doch eh keine Munition. Komm, was soll's. Hier hast du deine scheiß Schrotflinte wieder. Ich bin mit meinem Messer eh viel zufriedener. Okay, wir haben 23 Minuten voll. Das bedeutet, ich werde hier wieder eine kleine Pause machen. Oh, da hinten sitzt die Omi. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.